Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid, dass du reinschaust. Das freut mich sehr. Heute in meiner Deko-Werkstatt für Haus und Garten, für den Balkon, Terrasse, auf dem Tisch draußen. Party-Deko, die beleuchtet ist. Es gibt verschiedene Ideen. Solarbetrieben, auch ganz toll für das Badezimmer. Und das muss auch keine Schnapsflasche sein, es geht auch eine Saftflasche oder ein großes Glas, was du möchtest. Upcycling gemacht, einfach gemacht mit Material der Natur. Und so einfach geht es. Für diese Bastelei braucht ihr gar nicht viel. Muscheln, entweder selbstgesammelte oder gekaufte. Wenn ihr wollt und könnt, könnt ihr Fische, Seepferdchen, Seesterne häkeln. Da habe ich genug Tutorials drüber. Die Sachen müssen dann nur aufgeklebt werden. Und am liebsten nehme ich dazu einfach so eine Verpackungspappe. Ich habe jetzt extra eine mit Schrift genommen, damit man überhaupt sieht, was man meint. Gibt es sehr oft. Und dann klebt man das auf mit Flüssigkleber, wartet bis trocken ist, dann schneidet man es aus und dann kann man es an die Stäbchen oder Äste genauso dran kleben wie die Muscheln. Ganz tolle Sachen habe ich da drin, kann man für viele Sachen verwenden. Schau doch mal rein, wenn du häkeln magst, oder ansonsten kannst du das auch super aus Filz ausschneiden. Fische. Und dann kann man das so ein bisschen anbrennen, wenn man einen kleinen Lötkolben hat, und kann dann ein Auge drauf machen und andere Sachen. Das funktioniert super mit Filz. Ansonsten, was braucht man noch? Wir brauchen kleine Ästchen, Zweige. Und wenn du die nicht hast, ganz einfach aus Holz Schaschlikstäbe. Gut wäre ein Heißkleber. Wenn du keinen hast, geht auch ein Flüssigkleber, dann muss man halt länger warten, bis es trocken ist. Als Unterlage empfehle ich immer ein Backpapier, da klebt nichts an, man kann super drauf arbeiten und immer wieder verwenden. So, und dann suchst du dir raus, was du ganz gern verwenden möchtest. Die Muscheln. Wenn du gar keine Muscheln hast, es eignet sich auch super toll Schneckenhäuser, die du mit den Kindern draußen sammeln kannst. Die müssen dann nur erstmal gespült werden. Bei den Schneckenhäusern mache ich so, die lege ich einfach in lauwarmes Wasser ein, mit ein bisschen Spüli, lasse die mal so eine Stunde stehen. Dann nehme ich einen alten Rührlöffel oder eine Küchenbürste, rühre die durch, mache die sauber, lege sie auf den Küchengrill, lasse trocknen und dann geht's los mit dem Basteln. So, hier für die Arbeit habe ich mir jetzt mal die ganz kleine Heißklebe genommen. Geht auch die große. Und dann gucken wir uns an, wie wir es aufkleben wollen. Und bei den Muscheln, Schneckenhäusern empfiehlt sich am Stäbchen und dann reingeschoben. So. Und dann muss es nur noch trocknen. Bei den anderen Muscheln mache ich so, ich setze mir da einen Punkt und setze da einen Punkt und klebe es dann so an. Wie gesagt, die gehäkelten Sachen müssen erst aufgeklebt werden auf eine Verpackung. Andernfalls kann man die auch mit dem Stäbchen ankleben. Und wenn es trocken ist, auseinanderziehen und ganz, ganz dolle mit Haarspray oder Haarlack einsprühen, dann stehen die auch fester. Dann kann man sich die Kunststoffverpackung sparen. Überleg mal, wie dir es am besten gefällt. So, und dann mache ich noch ein bisschen was. Auch der Fisch aus Filz. Wie gesagt, den kann man wirklich toll anbrennen mit einem Muster, mit einem kleinen Lötkolben. Und auch die Ästchen, das ist dann komplett Upcycling, funktionieren super. Ich mag die ja wirklich am allerliebsten, aber es hat ja auch nicht jeder die Möglichkeit, Äste im Garten zu haben. Außer man geht vielleicht mal in den Wald oder in den Park am Wochenende, auch mit den Kindern.
holt sich welche, weil ich arbeite sehr gerne und sehr oft mit Ästen. Und dann hat man so eine tolle Deko, die man für viele Sachen nehmen kann. Zum Einstecken in Gestecke. Ganz toll bei meinen maritimen Dekos, die auch komplett in Upcycling sind. Fotos habe ich das schon mal gezeigt. Für drinnen, für draußen, Terrasse, Balkon. Immer eine tolle Art, selber wetterfest seine Deko zu machen. Und hier gibt es natürlich dann auch eine Deko mit, die auch super toll beleuchtet ist. Ja, was nehme ich denn? Machen wir vielleicht mal so was Spitzes. Und dann kann man diese Stäbchen ganz toll in Dekosand einstecken, in Blumen, in Sträußen verwenden. Ja, das funktioniert jetzt mittelprächtig. Na ja, doch, so geht's auch. Und wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Auch für meine Baddeko habe ich das schon verwandt. Dass es dann aussieht, als wäre es im Badezimmer wie am Meer. Auch darüber gibt es ein Tutorial. So, und jetzt trocknen die erstmal. Habe ich jetzt alle Stäbchen? Nee, eins ist noch. So, das ist, sind die Glocken von unserer Kirche. Die Kirche ist direkt unten drunter. Und jetzt fängt unsere Nala gleich an und jaunert, bellt mit oder singt mit. Nehmen wir mal einen Beton, so ein alter Eimer, irgendein großes Plastikgefäß ist mir das Liebste. Und als Maß 1000 Milliliter Dosen, weil ich jetzt etwas mehr Beton mache. Ansonsten, wenn du nur kleine Formen gießen möchtest, dann nimm dir ein kleineres Maß, eine kleine Dose, ein kleines Glas, ein Becherchen und dann hast du auch die Grundsubstanz. Die Maße für deinen Beton. Da brauchst du nicht auswiegen, weil Sand und Zement würde ich nicht auswiegen, wirklich nicht. So geht es einfacher. Also, erstmal jeweils ein Maß finden, was gleich groß ist wie jetzt die Dosen. Ein großes Gefäß. Dann noch normales Wasser, das habe ich hier in der Kanne drin. Und das ist ganz, ganz normaler Zement. Kostet 25 Kilo um die 3 Euro, 3,50 Euro. Beim Sand ist es so, den hole ich gerade mal, der steht nämlich bei mir in einer Tonne unter meinem Tisch. Das ist Sandkastensand. Warum? Erstmal ist er sehr, sehr fein. Das gibt einen ganz tollen Beton. Er ist sehr hell. Da wird der Beton auch sehr schön. Ich kann es selber transportieren. Das ist ein 20 Kilo Sack. Oh, und er ist günstig. Was bezahle ich? Ich glaube 3 Euro. 2,49 im Angebot oder 3 Euro. Und dann brauchen wir 3 Dosen Sand und eine Dose Zement. Ich mache ja, Zement. Ich mache es dann immer so, ich gebe schon mal ein, zwei Dosen rein, weil das muss wirklich gut gemischt werden. So, und dann in die Mitte der Zement. Aufpassen. Ihr seht, es qualmt. Der Zementstaub geht nach oben und das ist wirklich sehr gefährlich für die Augen. Kinder wegschicken, wenn die erstmal angerührt ist, können auch mit Kinder damit arbeiten. Aber trotzdem würde ich auch für Kinder eine Schutzbrille nehmen, weil es spritzt immer mal was und es ist Zement, dann dürfte zu einem Augenarzt rennen. Nie ohne Handschuhe. Zement greift ganz schön die Hände an.
und nie unter ohne Aufsicht. Wie gesagt, ich bin für eine Schutzbrille. Jeder kann das selber entscheiden, aber ich finde es gefährlich, der Zementstaub. Wenn man das dann erstmal angerührt hat und es ist eine schöne Pampe oder hier ein Gießbeton, sieht das wieder anders aus, außer bei Kindern. Die knatschen mal gern, die spritzen mal gern und es muss nicht in die Augen kommen. Und so eine Schutzbrille kostet 2-3 Euro. Und man macht ja noch viel mehr, da kann man sie auch anziehen. Und außerdem trainiert es die Kinder, wenn man solche Sachen macht, dass man sich auch ein bisschen schützt. So, dann vorsichtig komplett vermengen. Es ist immer gut, wenn der Sand trocken ist. Wenn er nass ist, mache ich ein altes Betttuch, Handtuch, irgendwas, was da ist. Breite den Sand in der Sonne auf diesem Betttuch, lasse ihn trocknen und dann tue ich ihn in eine große Plastiktonne mit Deckel. Und dann habe ich immer schön trockenen Sand. Und das bereite ich mir im Sommer dann schon vor. Dann kann ich das ganze Jahr betonieren. So. Durcheinander gemacht, dann mache ich eine Kuhle wie beim Backen und kipp etwa eine halbe Dose Wasser hinein. Wasser erstmal sparsam benutzen, also mache ich auf jeden Fall, weil jeder Sand zieht anders an und lieber mal Wasser nachgeben. So, dann wieder vermengen. Und dann merke ich, für einen Gießbeton, den wir heute machen, ist es zu dick. Und dann nochmal dazu, etwa, dass wir jetzt auf eine Dose kommen. Wer ein bisschen länger braucht zum Verarbeiten, der sollte jetzt etwa ein Schnapsgläschen, kleines Schnapsgläschen voll, normales Haushaltsspülmittel hineingeben. Dann dickt der Beton wesentlich später an, wird fest und du kannst länger ihn verarbeiten, wenn du noch Vorbereitungen hast oder dir ein bisschen unsicher bist. Dann mach jetzt ein bisschen Spülmittel hinein. Das verändert die Oberfläche vom Wasser und wie gesagt, er dickt oder wird später fest. Schön, schön vermengen, ganz, ganz wichtig. So, das wäre jetzt ganz toller Beton zu modellieren, aber wir wollen noch ein bisschen flüssiger haben, also macht jetzt nochmal ein klein wenig Wasser dazu. Wenn er mal zu dick geworden ist, wie gesagt, ein bisschen Wasser dazu, ist er zu dünn, dann gebt noch mal eine halbe Dose Sand dazu und noch mal so ein Esslöffel Zement und dann ist es eben so. So, der Beton ist jetzt fertig. Die Flaschen, die ich einfüllen möchte, habe ich jetzt mit Wasser befüllt, damit sie schwerer werden. Sonst treiben die nach oben, wenn man den Beton einfügt. Ich habe Plastikverpackungen als Grundständer. Die sind schon öfters gebraucht, deswegen ist hier noch ein bisschen Blumenerde drin. Die könnt ihr nochmal, kannst du nochmal mit einfachen Salatöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl ausstreichen, da geht es besser raus. Machen musst du das auf jeden Fall, wenn du andere Formen nimmst, wie Steingut, wie Blech, Schüsseln oder so, dann musst du sie auf jeden Fall einölen, sonst geht es ganz schwer raus. Die kann man dann immer so und so ziehen, dann geht es auch ohne. Teilweise ist eingeölt, teilweise nicht. So, und dann kommt einfach unser fertiger Beton hinein. Wirklich gut, gut rühren, ganz wichtig. Ich nehme da ganz gerne so eine Sandschippe oder ein Suppenlöffel ist auch ganz toll. Schütten kann man es auch. So. Klopfen. So, und dann nehme ich die etwas größere Flasche und stelle die rein. So, auch vielleicht quer. Sieht vielleicht besser aus. So, dann könnte man auch noch ein Windlicht davor machen. Wenn man möchte, jetzt muss noch ein bisschen was rein. Ein Windlicht davor machen, wenn man möchte. Ein Gläschen, abseitigen Marmeladengläschen, was man nachher noch verschönert. Habe ich auch schon gezeigt, wie einfach das geht. So, und dann setzen wir es rein und lassen es mindestens 5 Tage trocknen. Dann können wir das Wasser rausmachen und dann können wir noch fertig dekorieren. Wie zum Beispiel Flaschen-LED-Lichterketten, Deko eingesteckt, habe ich auch schon gezeigt. Aber dann gucken wir mal. Und ich mache jetzt die anderen Flaschen noch fertig.
und dann trocknet es. Und da hinten sind Pilze, Glückspilze werden das, die gehen immer. Nochmal zu dem Marmeladenglas als Windlicht, was ich gemeint habe. Ich habe hier ein Glas, das Regenwasser, deswegen ist gelb. Und das kann man dann zu der Flasche einsetzen. So, die Bacardi-Flasche und dann das als Windlichtglas. Und dann lässt man es trocknen. Dann dekorieren wir das Glas noch ein bisschen wegen dem Rand, das ist nicht ganz so schön. Und dann hat man wirklich eine tolle Deko und das, wie gesagt, 5 Tage mal trocknen lassen. So, die Flaschen sind jetzt gut getrocknet und dann rüttelt man einfach nur ein bisschen dran und zieht an der Form rechts und links und dann kann man es eigentlich gut rausnehmen. Dann muss sie noch ein bisschen trocknen und zwar stelle ich sie dann ganz gerne auf so ein Ästchen wie hier und dann kann das von unten ja noch trocknen. Hier habe ich schon mal eine Lichterkette reingemacht. So, und wenn dann die Grunddeko mit der Flasche fertig ist, mit dem Glas oder hier ohne, da habe ich dann eine Muschelgirlande drumherum gewickelt, eine große Muschel dazu, dann kann man es beleuchten. Im Dunkeln wirkt das natürlich noch viel, viel besser. Und bei der großen Flasche kann man zum Beispiel eine Gartenfackel einstellen. Und die leuchtet dann im Dunkeln auch. Ganz, ganz toll. Und dann hat man eine ganz tolle Partydeko, man hat eine Terrassendeko, Balkon. Bei mir ist es für einen Balkon jetzt. Und dann machen wir auch noch ein bisschen Deko dazu, in Deko-Strauß. Dazu brauchen wir einfach ein Band. Ich habe hier ein Paketband. Und dann habe ich hier einen Strauß. Das sind stinknormale Gräser, ein bisschen Lavendel. Alles, was du so findest, kannst du nehmen. Zum Bündel zusammengenommen. Und dann basteln wir noch Dekostecker. Upcycling. Und das zeige ich jetzt erstmal. Wenn die Dekostecker dann fertig sind, nehmen wir die einfach beim Bündel dazu. Kommt drauf an, wie viele du haben möchtest. Oh, jetzt geht es in der Nachbarschaft rund mit den Hunden. So, und dann setzen wir die unterschiedlich, damit man die sieht. Nach vorne, auf die Seite, wie es gerade kommt. So viele, wie du möchtest. Na? Kann man nachher, wenn sie sich noch mal verdrehen sollten, noch mal ein bisschen mehr rausziehen. Und dann hat man wirklich so ein Meer-Feeling. Und die sind so easy zu machen und so günstig. So, dann binde ich sie zusammen ins Deko-Glas. Habe ich schon mal Sand reingemacht. Dann steht das besser, hält besser. Es ist wetterfest, ohne Probleme. So, festbünden. Und dann gehe ich, ein bisschen länger, dann gehe ich hoch und schnür mir da wirklich so einen Strang. Einmal ein bisschen hoch. Festziehen und dann gehe ich wieder runter. So schnür mir das regelrecht. So, und dann wird es unten her zusammengebunden. Kann man eine Schleife machen oder auch nicht.
wie man möchte. So, was übersteht, abschneiden. Umwickelten. So, und jetzt da noch ein bisschen die Muscheln schöner drehen, damit man es sieht. Ein bisschen hochziehen. Ein bisschen Ordnung machen im Strauß. So, und dann auch rundherum, weil man sieht es ja auch so. So, und dann kommt es hinein in das Glas. Naja, das sieht nicht so toll. So ein bisschen rausziehen, so. Und dann kann man es noch ein bisschen feststecken mit Steinen, damit es wirklich super im Glas steht. So, damit man die Deko ein bisschen näher sieht. Wie gesagt, die ist für den Balkon diesmal, weil meine Söhne, der Kleine und einer von den Zwillingen, haben jetzt die Zimmer getauscht. Und der Große studiert jetzt Maschinenbau. Da bin ich ganz stolz drauf. In Darmstadt, der ist nicht mehr so oft zu Hause. Dann hat er das Kleinere genommen, der ist aber im Balkon dabei. Und da habe ich jetzt erstmal auf dem Balkon ein Bienengarten angelegt, zum Kleineren. Und jetzt bekommt er noch eine tolle Deko, dass er Spaß dran hat, dass er sich raussetzen kann. Weil die müssen extremst viel lernen und da soll er sich ja wohlfühlen. So, und dann kann man da noch ein paar Muscheln außen drauf kleben. Silikonkleber hält super toll. Heißkleber auch. Und dann sieht das doch wirklich aus, als wäre man am Meer. Wenn das dann beleuchtet ist, wenn die Fackel dann brennt, echt, die leuchtet dann wie richtiges Feuer, die flackert richtig. Die habe ich dann überall im Garten, habe ich aber auch schon gezeigt. Und was braucht man mehr? Upcycling, man soll sich wohlfühlen, das ist mir immer wichtig, meine Kinder sowieso. Die haben auch ein Mottozimmer gekriegt. Der eine hat jetzt da ein Meerzimmer gekriegt. Der andere ein Mittelalterzimmer. Und so haben alle meine fünf Kinder ihre Vorlieben. Dann gibt es noch ein Afrikazimmer. Und. Und meine eine Tochter hat eins ganz in Chevy Chic. Und jetzt habt ihr gesehen, wie einfach das geht. Easy, schnell, Upcycling, beleuchtet. Das kann eintrocknen, braucht man nicht gießen, den Strauß. Sieht dann auch ganz, ganz toll aus. Und dann kann man es immer wieder neu machen. Was mir ganz wichtig ist und dass es einfach nichts kostet. Oder wenig kostet. Man kann so immer ganz toll dekorieren. Und basteln gerade für und mit Kindern. Und ich trinke selber gar nichts. Dann sammeln mir meine Freunde immer ganz besondere, tolle Flaschen. Aber es geht ja auch mit einer ganz besonderen Saftflasche. Oder irgendwas, wo euer Herz dran hängt. Auch das Glas, Kunststoff würde ich dann hier weniger verwenden. Geht auch. Aber ja, lässt sich machen. So, und dann denke ich, ich habe jetzt genug geredet. Ich hoffe, es hat gefallen. Du konntest es gut nacharbeiten, hat es Spaß mit meiner Outdoor-Deko, aber auch Innendeko, Party-Deko, wie man es gerade machen möchte, im maritimen Look. Noch viel, viel mehr findest du in meinem Kanal. Gerne Upcycling, gern gebastelt, aber auch gehäkelt, gestrickt, nähen, Dorfkindgeschichten, maritime Deko, noch viel mehr. Beton für Haus und Garten, die großen Wächter, die großen Betonprinzessinnen, Engel zum Dekorieren fürs ganze Jahr mit einem offenen Innenleben. Dann auch die Weihnachtswerkstatt, Oster, Sommer, Herbst, die Erzählfiguren, den Marionettenworkshop.
Und. Meine Blumen sind mir wichtig. Die tolle Blumenwerkstatt und mehr. Alles zu finden ganz einfach auf meiner Startseite. Playlist anklicken, da habe ich das alles wirklich super geordnet. Dann findet man es auch. So, jetzt habe ich wirklich genug geredet. Ich wünsche dir euch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe und bis wieder mal, eure, deine Kerstin. Tschüss.